Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss hier zunächst feststellen zu den Rednerinnen der Ampel, vor allem zu Frau Hasselmann und Herrn Kuhle, ihre bigotte Arroganz, die ist wirklich unübertroffen. Andere brauchten dafür 16 Jahre. Sie haben das in 2 Jahren fertig bekommen. Meine Fraktion Die Linke teilt das Anliegen, den Bundestag zu verkleinern. Wir haben dafür in der letzten Wahlperiode mit FDP und Grünen einen demokratisch einwandfreien Gesetzentwurf hier eingebracht. Der entscheidende Grundpfeiler der parlamentarischen Demokratie ist logischerweise das Wahlrecht. Was Sie heute vorlegen, ist der größte Anschlag, den es auf diesen Grundpfeiler gab seit Jahrzehnten. Wir wollen uns einmal angucken, wer profitiert von Ihrer Wahlrechtsreform. Es ist überraschenderweise die SPD, die Grünen und die FDP. Wollen wir jetzt, also mal angenommen, bei der nächsten Wahl gewinnt die CDU-CSU eine absolute Mehrheit, was ja sein kann in diesen schnelllebigen Zeiten, wollen wir dann sofort das Wahlrecht wieder zu deren Gunsten ändern? Wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Sie haben diesen Konsens hier aufgekündigt. Ich will hier feststellen, dass Sie mit Änderungsantrag, also hierhin gerotzt, mal eben kurz 2 Oppositionsparteien aus dem Bundestag politisch eliminieren wollen. Hingerotzt! Das ist ein Vorgang. Ich will Ihnen mal was sagen. Wenn Viktor Orban und Kaczynski sich ihre eigenen Wahlrechte zimmern, dann twittern sie sich die Finger wund und machen eine Mahnwache. Sie machen nichts anderes, als in diesem Geiste heute eine Wahlrechtsreform. Um es in aller Klarheit zu sagen. Ich möchte zur Streichung der Grundmandatsklausel Folgendes sagen. Das ist ja nicht einfach vom Himmel gekommen, oder das hat sich die CSU oder sowas ausgedacht, oder meine Partei Die Linke, die damalige PDS, sondern es hat ja einen demokratisch durch und durch großen Sinn. Nämlich, nehmen wir mal die CSU, damit ich hier nicht über mich sprechen muss. Ich kann einfach mal feststellen, dass die CSU in Bayern eine tief verwurzelte Partei ist, was ich problematisch finde, aber es ist es. Mit Kommunalpolitikern, mit absoluten Mehrheiten und anderes mehr. Und es ist der Sinn dieser Mandatsklausel gewesen, dass so eine Strömung, so eine regional verankerte Partei hier vertreten ist. Das wollen Sie beenden. Das ist ein Anschlag auf die Demokratie, um es in aller Klarheit zu sagen. Ich möchte zudem für meine Partei feststellen, dass natürlich die Grundmandatsklausel gerade für Ostdeutschland eine sehr wichtige Sache gewesen ist, weil nämlich die damalige PDS dadurch einen relevanten Teil von Menschen in Ostdeutschland hier eine Stimme und eine Repräsentanz gegeben hat. Das ist bis heute immer noch so. Auch das wollen Sie aufkündigen. Sie überlassen mit dem, was Sie heute machen, der AfD den Osten. Das ist das, was Sie heute per Wahlrecht beschließen. Das war die Sachlage. Deswegen freuen die sich ja auch einen ab. Deswegen freuen die sich einen ab, ihre Kumpels hier. Ich will das einmal übersetzen. Was bedeutet das? Also angenommen, wir hätten jetzt dieses Wahlrecht bei der letzten Wahl gehabt. Da möchte ich das hier einmal vortragen, was die Folge wäre. Ohne die Grundmandatsklausel und mit lediglich 0,3% weniger Stimmen für die CSU wären 2021 nicht 4 Millionen, sondern glatte 9 Millionen Stimmen einfach in den Papierkorb gewandelt. Was ist das für ein Demokratieverständnis? Es ist an Schäbigkeit nicht zu überbieten. Und ebenso kann ich für meine Partei feststellen, wir hatten bekanntermaßen nicht ein besonders tolles Ergebnis, aber wir haben immerhin, das muss einem mal jemand nachmachen, auch diesen Personen, wenn einem der Wind entgegenbläst, trotzdem Direktmandate zu gewinnen. Das muss man erst mal hinbekommen. Sie von der FDP werden es nie hinkriegen, um das auch in aller Klarheit zu sagen. Und deswegen ist meine Partei in diesem Bundestag vertreten und repräsentiert damit 2,3 Millionen Stimmen. Da kann man doch nicht so drüber hinweglallen, wie Sie das hier tun. Ich möchte zum Schluss kommen. Ihre Wahlrechtsreform ist wirklich vergleichbar mit den Tricksereien der Trump-Republikaner. Auf dem Niveau sind Sie angekommen. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich wünsche Ihnen politisch alles erdenklich Schlechte. Wir werden uns in Karlsruhe sehen. Vielen Dank.